So Leute, ihr seht schon, das nächste Booster, Eldritch Moon. Gehen wir direkt mal rein. Ich weiß, von wann ist das? Ich habe hier so eine riesen Auswahl mit dabei. 2016, das ist ziemlich neu. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, was da drin sein konnte. Magic Online. Damals wurde Magic Online noch promotet. Ah, okay. Gut, wir haben Strange Augmentation, keine Ahnung. Ein Mana Verzauberung, die Kreatur kriegt +1/+1 und bei Delirium kriegt die Kreatur +2/+2. Nochmal oben drauf, okay. Laboratory Brute. 4 Mana 3/3 und wenn GP-Feld kommt, werden die obersten 4 Karten eures Deck in Friedhof gelegt. Ah, ich erinnere mich, da war irgendwas mit Selbstmillen, ja. Weirded Vampire. 4 Mana 3/3 mit Madness. Madness, oh mein Gott. Alte Fähigkeit. Enlightened Maniac. 4 Mana 0/2. Und wenn er Spielfeld betrifft, kriegt man einen 3/2 Token. Horror dabei. Okay. Wolfkin Bond. 5 Mana. Verzauberte Kreatur. Hat immer. Nee, hat +2/+2. Und wenn sie ins Spiel kommt, kriegt man einen Wolf. Okay. Das ist nicht schlecht. Brazen Wolf. 3 Mana, 2/3. Immer wenn der angreift, kriegt er +2/+0. Spectres Reverse. 4 Mana Sorcery. Man bringt 2 Spirit Token ins Spiel und man kriegt 2 Leben. Woodcutter Grid. Geiles Artwork. Richtig geiles Artwork. 3 Mana, eine Kreatur kriegt +3/+3 und Hexproof bis zum Ende des Zuges. Das ist gar nicht mal bad. Woodland Patrol, 3 Mana, 3/2, was? So viel Grün, so viel Human. Smoldering Werewolf, unsere erste Ankam. Ist eine Flipkarte. 4 Mana, 3/2, wenn der ins Spielfeld kommt, fügt er 1 Damage an 2 Targets zu. Okay. Und für 6 Mana kann man ihn transformieren. Transformiert, wenn er angreift. Fügt der 2 Schaden der Kreatur und Spieler zu für 6/4. Das ist cool. Savage Alliances. 3 Mana Instant Mixed Escalate. Man sucht sich ein oder mehrere Modus aus, je nachdem, ob man Escalate hat oder nicht. Eine Kreatur kriegt Trampel bis zum Ende des Zuges. Eine Kreatur kriegt 2 Damage. Oder jede Kreatur, die jeden kontrolliert, kriegt 1 Damage. Naja. Courage Outriders. 4 Mana 3/4. Wenn es ins Spielfeld kommt, guckt man die obersten 4 Karten seines Decks an, nimmt eine Human-Karte davon in die Hand und den Rest unter das Deck. Das ist nicht bad. Und unsere Rare ist... Was? Was? 3 Ankams. Hä? 4 Ankams. Hä? Ah, die kann wahrscheinlich irgendwas sein, diese Flipkarte. Uff. Naja. Clearshot, 3 Mana. Spontanzauber. Eine Kreatur kriegt +1/+0 und fügt einer Kreatur, die man nicht kontrolliert, so viel Damage zu, wie sie angestärkt hat. Das ist nicht bad. Und jetzt unsere Rare ist Ulvenwald Observerer. 6 Mana 6/6. Immer wenn eine Kreatur mit Stärke 4, mit Verteidigungsstärke 4 oder höher stirbt, zieht ihr eine Karte. Okay. Ach, hier ist so ein Eldrazi Horror. Ja, ich glaube, das ist jetzt kein absolut krasser Pull, aber. Pff. Was will man sagen, wo? Ich finde das mit diesen 3 Ankamen schon sehr strange. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Seed. Ciao, ciao.